help us, Mami. Servus Mamis, ich heiße euch heute herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir packen nämlich heute gemeinsam meine Kliniktasche, Kaiserschnitt Edition. Ich zeige euch, was ich alles mit ins Krankenhaus nehme. Für die, die mich noch nicht kennen und dieses Video zum ersten Mal sehen, kurze Intro. Mein Name ist Shia, ich komme aus Wien, ich bin gerade in der 39. Schwangerschaftswoche. Das ist mein zweites Kind, meine zweite Kaiserschnittgeburt. Die erste Geburt war ein Notkaiserschnitt und diese Geburt ist ein geplanter Kaiserschnitt. Und dafür habe ich mich ordentlich vorbereitet und mehrmals überlegt, was ich alles mitnehmen möchte dieses Mal und zeige euch das gerne. Ja, wie bereits erwähnt, wird diese Geburt ein Kaiserschnitt. Weil es ein Kaiserschnitt ist, rechne ich mit einem längeren Aufenthalt von 3 bis 5 Tagen im Spital. Ja, je nachdem, wie fit ich mich fühle oder wie schnell es auch mit dem Stillen klappt. Ich habe nämlich vor zu stillen und möchte die ersten paar Tage im Spital mit meinem Neugeborenen nutzen, um mich da wirklich einzuleben und einen Flow zu finden, der für uns beide passt, bevor wir nach Hause gehen. Deswegen habe ich auch so einiges eingepackt. Ihr seht schon ein bisschen was hier im Hintergrund, da drüben geht es dann weiter. Aber ich werde euch auf jeden Fall meine Packliste in die Infobox setzen, falls ihr das alles nachlesen wollt. Ich würde sagen, wir beginnen nochmal mit Mamas Bedürfnisse, ganz wichtig. Und ich zeige euch mal, was ich alles für mich mitnehme. So, was kommt alles an Kleidung mit? Ich habe hier meine Packwürfel, die sind sehr, sehr praktisch, empfehle ich. Nehme ich auch zum Reisen normalerweise mit und jetzt auch ins Spital. Ist ja auch eine kleine Reise, die zu Ende geht, die Schwangerschaft und eine neue Reise, die beginnt. Motherhood. Sehr nett gesagt. Ich nehme auf jeden Fall 2 Still-BHs mit, ganz einfache ohne Bügel. Schon eher so aus wie Bralettes, aber man hat hier so einen Clips, wo man dann den aufklappen kann und die Brust rausgeben kann. Dann nehme ich auch ein paar Slips mit, gar nicht fancy oder so. Sollen sie auch gar nicht, sie müssen einfach bequem sein und funktionell sein. Ich werde ja einen Kaiserschnitt haben, das heißt, die Slips müssen einen ganz weichen Bund haben, damit sie ja nicht auf der Narbe drücken. Und am besten auch solche Oma-Schlüpfe, die ein bisschen über den Bauch gehen, damit sie ja nicht auf die Narbe drücken. Man bekommt auch im Spital diese Netzunterhosen. Die sind so Wegwerfunterhosen, die finde ich mega praktisch und halten echt die Binden sehr gut. Und haben auch Löcher, das macht das Ganze noch ein bisschen luftiger, vor allem für die Narbe. Aber ja. Jetzt kommen wir zur Kleidung. Ich nehme mir auf jeden Fall 2 Paar Socken mit, ein paar relativ dünnere Socken und dann etwas dickere, kuschelige Socken. Nach dem Kaiserschnitt ist es ja oft so, dass man vielleicht Schüttelfrost hat oder dass es einem kalt ist und da ist einfach gut, die Füße warm zu halten. Dann habe ich auch Hausschuhe mit und zwar einfach meine Birkenstock. Ganz lockere, bequeme Schuhe, in die ich einfach reinschlüpfen kann, wo ich nicht mich großartig bücken muss. Wie gesagt, Kaiserschnitt. Da ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass man so wenig wie möglich seine Bauchmuskeln verwendet. Deswegen sind da solche Schlüpfe am praktischsten. Ich nehme auch extra Flipflops mit, die werde ich dann beim Duschen oder bei dem WC-Gang verwenden. Möchte da nicht unbedingt barfuß reingehen aus hygienischen Gründen. Die habe ich jetzt nicht hier, aber ihr wisst, wie Flipflops aussehen. Kommen wir zu den PJs. Ich habe 2 Pyjamas, die ich mitnehme. Ob ich sie dann wirklich trage, werde ich dann sehen. Es gibt ja natürlich auch die Krankenhauskleidung, die man dort bekommt. Das werde ich sicherlich am ersten Tag tragen, bis ich wieder zu mir gefunden habe und all das. Aber falls mir das dann doch ein bisschen zu fremd ist, schlüpfe ich einfach in meine eigenen Sachen, und zwar Pyjamas, die jetzt nicht eindeutig wie Pyjamas aussehen, sondern eher so casual. Einmal ein paar Shorts aus Leinen, super atmungsaktiv. Und auch dazu eine passende Bluse mit Knöpfen. Ganz wichtig ist für die nächste Zeit oder für die nächsten Monate, wenn es mit dem Stillen klappen sollte, dass ich immer T-Shirts anziehe oder Hemden oder Blusen mit Knöpfen, ja, damit Baby einen leichten Zugang zur Brust hat. Dann habe ich hier einen zweiten, der etwas längerer ist. Das ist eigentlich ein Stillpyjama. Das sind so lange Leggings. Alles in dunkle Farben, das bewusst, weil Wochenfluss. Und ja, hier so ein Still-T-Shirt. Da ist zum Beispiel der Ausschnitt sehr elastisch und da kann man leicht die Brust auspacken. Und für die Schmutzwäsche habe ich auch einen Wäschebeutel mit. So, dann habe ich mir auch einen Morgenmantel eingepackt. Einfach weil in der Früh ist es oft im Spital etwas frischer. Kann man es einfach drüber werfen, wenn mir kalt ist. Noch dazu, wenn ich am Gang herumgehe und da sind viele Leute. Vielleicht Besucher und ich mich da nicht dabei so wohlfühle, in meinem Pyjama oder in meinem Krankenhaus-Outfit auch spazieren zu gehen, werfe ich dann einfach das drüber und ja, ist ein bisschen bequemer und kuscheliger. Und dann nehme ich auch schon meine Entlassungsklamotten mit. Nichts Besonderes, aber auch hier wieder die fancy Stillmode. Einfach so ein T-Shirt mit so einem weiten Ausschnitt, wo man auch wieder leicht zur Brust kommt. Und dazu passend meine Schwangerschafts-Leggings. Ja, ja, man glaubt, man ist die Schwangerschaftsmode
nach der Geburt los, aber no. Der Körper bounced ja nicht so schnell zurück, sondern man hat noch ein bisschen einen Bauch. Man sagt, dass nach der Geburt, dass der Bauch so circa wie im 6. Monat ist. Und wenn das wirklich bei mir so ist, dann werde ich diese Umstandsleggings auf jeden Fall benötigen. Außerdem ist es bequem und drückt auch nicht auf die Narbe. Okay, dann over here habe ich meinen Rückbildungsgurt. Den habe ich jetzt auch noch nicht verwendet, aber der soll angeblich sehr, sehr gut sein. Also ich weiß, dass zum Beispiel bei uns in Nigeria ist es ganz normal, dass man nach der Geburt den Bauch bindet. Und für mich ist es daher etwas ganz Natürliches. Aber generell ist so ein Bauchgurt super wichtig für die Stabilität. Es gibt mehr Halt. Aber dennoch, bei einem Kaiserschnitt ist es trotzdem sehr, sehr wichtig, dass man nicht vergisst oder darauf verzichtet, auch die Rückbildung durch Beckenboden und Rückbildungsgymnastik zu machen. Ja, aber das Ganze unterstützt auf jeden Fall. Und dann habe ich auch mein Stillkissen mit. Ups. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt notwendig für manche, aber für mich schon. Wie gesagt, ich möchte mich einfach so bequem wie möglich mit dem Stillen fühlen. Außerdem erinnert mich das auch an zu Hause, weil das Stillkissen habe ich auch zum Schlafen verwendet und werde ich auch im Spital nicht nur zum Stillen verwenden, sondern einfach um meine bequeme Position zu finden. Und dann, wenn wir schon vom Stillen reden, oh, ihr glaubt sicherlich, ich bin voll verrückt und bin voll fokussiert auf Stillen. Ja, also ich wünsche es mir, wie gesagt, dass es funktioniert. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Und ich weiß auch, beim Kaiserschnitt ist es ein bisschen schwieriger, weil die ganzen Hormone, bis sie sich umgestellt haben, weil es eben eine Operation ist. Das dauert einfach ein bisschen. Aber wie gesagt, I'll try my best. Und deswegen nehme ich auch meine Brustpumpe mit. Die ist von Mom. Ich habe sie bis jetzt noch nicht verwendet. Ja, obviously. Generell habe ich noch nie die verwendet. Das ist das erste Mal, dass ich sie verwenden werde. Weil die eben so kompakt und klein ist. Also das sind diese Teile. Der Schlauch. Passt die locker in meine Tasche, ich nehme sie mit und ich kann mich dort ein bisschen damit vertrauter machen, weil im Endeffekt werde ich die dann auch zu Hause verwenden. Und die kann man entweder elektrisch betätigen, da ist das Kabel drinnen, oder als Handpumpe. Ich kann mich erinnern, damals, als ich bei meiner ersten Geburt im Spital war, bin ich auch jeden Tag zum Pumpen gegangen. Die Hebammen haben es mir empfohlen, dass ich das wirklich konsequent mache, wenn ich stillen möchte. Eben weil die Hormonumstellung beim Kaiserschnitt ein bisschen anders ist. Und ja, ich dachte mir, wie gesagt, ich nehme die einfach mit. Dort habe ich auch Hebammen vor Ort. Sollte ich mich nicht auskennen mit der Pumpe, dann können sie mir sicherlich helfen. Noch dazu nehme ich auch Stilleinlagen mit. Ich habe hier jetzt welche Wegwerfstilleinlagen von Mom. Die sind praktischer für Spital. Für zu Hause habe ich welche aus Bambus, die man wieder waschen kann. Aber ja, für Spital, wie gesagt, ist das praktischer. Gut, dann kommen wir zu den Hygieneartikeln. Was mitkommt, ist Folgendes. Ja, ich kann es euch schnell zeigen. Zahnpasta, Bürste und Paste, Haargummis, bisschen Make-up, falls ich dort Fotos machen werde. Ich werde mich jetzt nicht komplett ausstellen, aber vielleicht ein bisschen was ins Gesicht werfen, damit man munter und frisch ausschaut. Abschminktücher, Gesichtscreme. Und zeige ich euch jetzt ein paar Produkte, die vom Hebammen-Shop sind. Das ist ein toller Shop aus Wien, wo man echt alles für die Geburt finden kann. Vor allem sind die alles Bioprodukte. Sie sind natürlich, sie sind frei von irgendwelchen Parabene oder Alkoholzusatzstoffe. Also wie gesagt, nichts Parfümiertes, sondern einfach etwas, was die Haut gut tut und nicht reizt. Da habe ich zum Beispiel ein Deo vom Shop und auch eine Seife. Duftet herrlich, weil es aus Zimt ist. Aber wie gesagt, total unbedenklich für die Haut. Mir ist wichtig, dass ich nicht nach irgendetwas Besonderes rieche, außer nach mir. Eben damit das Bonding für mich und Baby angenehmer ist und natürlicher ist. So, es werden noch ein paar Produkte folgen von dem Hebammen-Shop. Aber das hier ist auch, was ich mitnehme als Körpercreme, Lippencreme für die Haare, und zwar reine Shea-Butter. So, wenn ihr ein paar von meinen Curl-Videos gesehen habt, beziehungsweise Afro-Haarpflege-Videos, wisst ihr, ich verwende Shea-Butter für alles. Aber nicht nur für die Haare, wie gesagt, auch für den Körper, auch für die Haut, als Lippenbalsam. Ist einfach ein Wunderheilmittel, aber auf jeden Fall unraffinierte Shea-Butter. Ich setze euch aber eh alles in der Infobox. Und dann geht es weiter mit ein paar Öle und Supplemente. Also ich nehme weiterhin meine Folsäure und meine Omega-3-Kapseln. Soll man ja nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch in der Stillzeit. Dann habe ich hier ein Narbenöl für die Kaiserschnittwunde. Ich weiß nicht, wie früh ich die verwenden werde, aber ich nehme es einfach mal mit. Das soll der Heilung helfen. Und dann habe ich hier auch ein Wochenbettmassageöl.
Also wenn Ono mich besuchen kommt und ich eine kleine Massage brauche, kann er das Öl hier verwenden. Und hier habe ich auch eine SOS-Nippelsalbe, auch für Stillen gedacht, falls die Brustwarzen ein bisschen wund werden. So, und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsprodukte, und zwar meine Popo-Dusche. Vielleicht kennt ihr das, aber das ist sowas wie ein Travel-Bidet. Jetzt mal raus. Ich muss jetzt wieder von meinen Wurzeln sprechen, und zwar, ich kenne das sehr gut aus Pakistan. Da reinigt man sich nämlich einfach nur mit reinem Wasser, nicht mit Klopapier oder irgendwelche Feuchttücher oder so, sondern einfach mit reinem Wasser, weil das einfach am besten und am saubersten reinigt. Da man ja, egal für welchen Geburtsweg man sich entscheidet, ja den Wochenfluss hat, ist am besten, sich mit reinem Wasser zu reinigen. Und da ist eben diese Popo-Dusche am besten. Füllt man einfach mit warmem Wasser auf, geht aufs Klo und wäscht sich. Und ich finde, das ist so genial, dieses Teil. Ich verwende es auch hier für zu Hause. Und ja, jetzt auch für die Nachgeburtszeit ist es sehr praktisch, weil man da so ein richtiges frisches Gefühl bekommt, nachdem man ja so viel blutet. Ja, also große Empfehlung. Und bei Baby mache ich das ja eigentlich auch nicht anders. Ich werde Baby auch nur mit Wasser reinigen und ein bisschen Mandelöl, keine Feuchttücher oder sonst was, sondern einfach reines, warmes Wasser. Und das ist auch die Überleitung. Jetzt kommen wir zu, was Baby alles brauchen wird. Und zwar braucht Baby eigentlich nicht viel. Das Krankenhaus ist super ausgestattet, hat genug Babykleidung, genug Windeln, genug Pucktücher, all dies und das. Aber einfach, weil ich ein paar Sachen schon besorgt habe, würde ich die gerne mitnehmen. Mir ist halt nur wichtig, dass Baby und ich einen guten Bonding-Start haben. Und dafür braucht man ja eigentlich auch nicht viel Kleidung, sondern einfach Skin-on-Skin-Kontakt. Deswegen habe ich zum Beispiel für mich Pyjamas und Tops mitgenommen, wo ich da einfach dann hier aufmachen kann und Baby direkt an meiner Brust und meinem Herzschlag legen kann. Und ich werde eigentlich Baby überwiegend nackt lassen und nur in Tücher wickeln. Und was da zum Beispiel mitkommt, das Babyspackwürfel, ist zwei große Pucktücher. Da habe ich hier eines aus Bambus. Bambus ist super für Babys, weil es einfach super weich für die Haut ist und die Temperatur reguliert und warm hält von so einem kleinen Körper. Dieses Tuch ist sehr groß. Da kann ich ihn super kuschelig einwickeln. Dann habe ich hier auch eine etwas dickere Decke aus reinem Baumwolle. Die sind alle so 120x120 groß. Und einfach nur, weil ich das Motiv so süß finde, nehme ich sein Spucktuch mit, just in case. Aber wie gesagt, im Spital gibt es genug. Dann habe ich etwas richtig Cooles und komplett Neues für mich. Das kannte ich bei Isaiah, also meinem ersten Sohn, gar nicht. Aber ich finde es richtig interessant und möchte es auf jeden Fall ausprobieren. Und zwar dieses rote Geburtshandtuch. Aber ich erzähle euch einfach mal, was es mit diesem roten Geburtshandtuch auf sich hat. Beziehungsweise ich lese es euch vor, ist ein bisschen einfacher. Und zwar steht da, dass es mittlerweile nachgewiesen ist, dass Neugeborene, die direkt nach der Geburt in ein rotes Geburtshandtuch gewickelt werden, viel ruhiger sind und eine ruhigere, regelmäßigere Atmung haben als Babys, die in ein weißes Tuch gewickelt werden. Das kommt daher, dass die Umgebung des Kindes 40 Wochen lang gleichmäßig temperiert und gedämpft erleuchtet von rötlichem Licht war. Das hat es mit diesem roten Geburtshandtuch auf sich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und würde es gern probieren. Ich gebe einfach am Tag der Geburt meiner Hebamme dieses Handtuch, sie wissen Bescheid. Und ja, ich bin gespannt, ob es einen Unterschied macht. Eins, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es extrem flauschig ist. Es ist auch ein riesiges Geburtshandtuch, das heißt, man kann Baby gut einwickeln. Ihm wird nicht kalt und das ist ja schon mal ein guter Punkt. Ja, Babys Kleidung, wie gesagt, nehme ich eigentlich nicht viel mit. Das ist Babys Packwürfel. Das nimmt eigentlich dann ohne mit, wenn er uns vom Spital abholt. Da ist nämlich sein Entlassungsoutfit drinnen, eine kuschelige Decke. Ohne wird dann auch noch die Babyschale mitnehmen und auch eine Jacke. Ganz wichtig, Baby muss trotzdem ganz schön warm eingepackt sein, auch wenn wir jetzt warme Temperaturen haben. Wir haben ja Sommer. Aber ja, da ist trotzdem Jacke und Decke ganz wichtig. Aber was ich von diesem Packwürfel mitnehme im Spital, sind ein paar Erstlingsmützen. Und noch so kleine Fäustlinge. Mal schauen, ob ich sie verwenden werde. Ich möchte natürlich nicht Baby seinen Tastsinn schon stören, aber ich möchte auch nicht, dass er sich zerkratzt im Gesicht. Mal schauen, ob es notwendig sein wird. Sonst kommt keine Kleidung mit. Aber ich kann euch trotzdem das Krankenhaus-Outfit zeigen, weil das ist einfach too cute. Oh mein Gott, ist das nicht mini? So cute. Und einen Body dazu. Oh Gott, das macht das alles so real. Und dazu die passende Haube. Und noch einen dicken
Einteiler. Ja, ich freue mich schon so sehr. Ja, darin wird er dann gepackt und dann gehen wir nach Hause. Ja, und der Grund, wieso ich nichts mitnehme, ist einfach, weil es nicht notwendig ist. Im Spital gibt es Bodies und ich möchte jetzt nicht die paar Bodies, die ich hier jetzt gewaschen habe und eingeschlichtet habe, mitnehmen und dann mit einem schmutzigen Wäscheberg nach Hause kommen nach der Geburt und dann das alles wieder waschen, weil ich sie brauchen werde. Deswegen ist es für mich viel weniger Arbeit, wenn ich einfach dort die Sachen verwende für Baby. Die meiste Zeit wird er ja oben auch nackt sein und direkt, wie gesagt, bei mir eingewickelt werden, so wie ein kleines Känguru. Und da brauche ich eigentlich nicht so viel Kleidung. Außerdem weiß ich nicht, wie groß dieser Junge ist. Ich bin jetzt in der 39. Woche, aber ich habe ein Gefühl, dass es ein großes Baby wird, dass ich schon einmal die Größe 50 vielleicht sogar skippen werde. Deswegen nehme ich nichts mit und lasse mich mal überraschen. Zu Babyshygiene oder Pflege gibt es auch ein paar Kleinigkeiten. Und zwar nehme ich für ihn diese Erstlingsschnuller mit. Die kenne ich auch noch nicht, die sind auch relativ neu, oder ich kannte sie damals bei Isaiah nicht, sind von Mom. Das sind ganz, ganz kleine Newborn-Schnuller, sind wirklich mini und super weich. Ja, die muss ich noch sterilisieren und dann kommt das mit. Und ich möchte Baby, wie gesagt, mit warmem Wasser und ein bisschen Mandelöl pflegen. Deswegen habe ich hier so eine Wasserschale, die mitkommt und etwas Mandelöl und diese Wattepads zum Reinigen. Windeln, Wickelunterlagen sind wie gesagt dort alles vorhanden, muss man nicht extra mitnehmen. So, jetzt kommen wir zu den wichtigen Dokumenten, die man dabei haben sollte, also bei uns in Österreich. Ganz klar, ganz wichtig ist der Mutter-Kind-Pass, sowieso. Dann habe ich auch eine Blutgruppenkarte, die sollte man auch mit, ich kann leider nur so viel zeigen, sollte man auch immer beim Mutter-Kind-Pass dabei haben, vor allem wenn es ein OP ist. Und heutzutage geht es auch nicht ohne den zweiten gelben Pass, und zwar Impfpass. Ich bin ja wie gesagt geimpft. Und dann habe ich auch ein kleines Portemonnaie mit. Jetzt nicht mit viel Geld, aber ein bisschen Kleingeld. Was habe ich da drinnen? 5 Euro. Ist ein bisschen wenig. Muss ich aufstocken, aber ja, da habe ich meine E-Card drinnen, meine Bankomatkarte drinnen und meinen Lichtbildausweis. Just in case. Ich habe das alles in so einem kleinen Portemonnaie, weil ich nicht meine große Geldbörse brauchen werde, sondern einfach nur ein bisschen was. Weil mehr als diese 3 Karten werde ich nicht brauchen. Und ich nehme lauter Kopien von unseren Dokumenten mit. In meinem Spital gibt es nämlich ein Babypoint, sprich ein Standesamt. Das heißt, ich kann Babys Staatsbürgerschaftsnachweis, Babys Meldezettel, Babys Geburtsurkunde, also all diese wichtigen Dokumente im Spital gleich erledigen, was ein mega Vorteil ist. Man muss da wirklich nur einen Stock hochfahren und das Ganze beantragen. Und dafür habe ich halt alle unsere Dokumente in dieser Mappe schon drinnen und kann das während meines Aufenthaltes im Spital alles erledigen. Gut, und jetzt kommen wir auch zum letzten Punkt, und zwar Unterhaltung. Ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, 3 bis 5 Tage im Spital können doch sehr lange wirken. Vor allem, wenn die Besucherzeiten nicht mehr so sind, wie sie früher waren. Bei uns ist es nämlich aktuell so, dass ich einen Besuch haben kann für 3 Stunden, was wirklich sehr wenig ist. Ich werde klarerweise eh busy sein, aber trotzdem einfach mal ein bisschen zu abschalten und zu entspannen. Gibt es ein paar Sachen, die ich mitnehme, und das zeige ich euch. Ja, klarerweise mein Handy und Aufladekabel. Das wäre ziemlich bitter, wenn ich das vergessen würde. Aber ihr Ladegerät. Ich nehme meine Kamera mit. Kamera und Zubehör. Ich habe mich vor, die erste Woche zu vloggen, wenn ich es schaffe. Ich möchte ein paar Einblicke festhalten, wie ich mir so im Wochenbett im Spital tue. Und ja, mal schauen, ob ich dazu komme. Dann auch ein Stativ für Selbstlöseaufnahmen. Wie gesagt, schauen wir mal, ob ich dazu komme. Dann habe ich etwas für Baby mitgenommen. Und zwar diese Meilensteinkarten. Davon werde ich nicht alle nehmen, weil ja, das ist für Babys erstes Jahr gedacht. Deswegen nehme ich davon nur ein paar mit. Zum Beispiel, wo steht Me and Dad oder Me and Mom. Können wir süße Fotos machen im Spital noch. Und ich glaube, das war es auch. Oh ja, da. Das zum Beispiel auch, das ist ziemlich süß. Hello World, da kann ich dann eintragen, wie er heißt, wann er auf die Welt gekommen, wie groß und wie schwer er ist. Und auch diese Welcome-Meilensteinkarte. Ja. Und dann habe ich auch ein Baby-Tagebuch gekauft. Und zwar ist es das hier. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles in der Infobox. Ich möchte nämlich Babytagebuch führen. Hier geht es nämlich um Babys erstes Jahr. Bei Isaiah habe ich Schwangerschaftstagebuch geführt. Das habe ich sogar hier. Mein altes Schwangerschaftstagebuch. Bump to Birthday. Ich habe hier wirklich so viele schöne Momente von der Schwangerschaft.
festgehalten. Das ist einfach eine schöne Erinnerung, die ich dann einmal Isaiah geben kann. Und eben dieses Babytagebuch kann ich dann meinen zweiten Sohn dann geben. Und da werde ich im Spital beginnen, schon ein paar Sachen einzutragen. Dann gibt es auch noch eine Kleinigkeit für Isaiah, wenn er uns besuchen kommen darf. Er ist ja dann großer Bruder. Und da bekommt er von seinem kleinen Bruder ein Mitbringsel geschenkt. Das ist in dieser Box drinnen. Das kann ich ja leider nicht zeigen, muss erst Isaiah sehen. Ich habe die Idee mal online gesehen und fand es total süß, dass der kleine Bruder quasi ein kleines Mitbringsel von seiner langen Reise mitnimmt für seinen großen Bruder. Und ja, damit sie halt so ein bisschen Bonding mit Bestechung. Aber ja, ich denke mir, das ist eine kleine süße Aufmerksamkeit. Und Isaiah wird sich bestimmt freuen. Das kann ich euch auch zeigen. Und zwar bekommt Isaiah dann auch am Tag, wo er seinen Bruder sieht, diesen Button hier. Da steht großer Bruder drauf. Ja, auch so eine Kleinigkeit. Aber wie er darauf reagiert, bin ich schon sehr gespannt. Und was ich sonst mitnehme, ist Snacks. Ja, ganz wichtig. Hier ist mein kleiner Snackbeutel. Ich kann mich nämlich erinnern, als ich Isaiah damals gestillt habe, hatte ich ganz viele Heißhungerattacken. Und das oft nachts. Hier habe ich mir so ein paar Powerfoods mitgenommen, wie zum Beispiel Candy. Ja, ein bisschen was zu naschen. Hier so ein paar Reiswaffeln. Ein bisschen Traubenzucker. Kaugummi. Banane, Chips. Dann ein paar Nüsse sind hier noch drinnen. Und auch ganz viel Tee. Ich zeige mal, welche Teesorten ich mitnehme. Und zwar diese drei. Ich werde das nämlich Tag und Nacht trinken. Dieser eine Tee ist für die Milchproduktion gedacht. Let it flow. Dann dieser Tee ist ein Rückbildungstee. Nennt sich Rock That Body. Ja. Und dieser Tee ist ein Antikoliktee. Ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, das hilft was. Isaiah hatte zum Glück keine Koliken. Ich hoffe, dieses Baby auch nicht. Und ja, kann man ein bisschen vorbeugen damit. Und noch eine Kleinigkeit, die ich auch super finde und ich allen meinen schwangeren Freundinnen schenke, ist eine ordentliche Trinkflasche. Das heißt, es ist eine Trinkflasche, die erstens wasserdicht ist und zweitens einen Strohhalm hat. Das ist einfach mega praktisch, weil man automatisch viel mehr trinkt. Das macht einfach einen großen Unterschied, ob man jedes Mal so einen Schluck machen muss oder einfach nur so nuckeln muss. Wie ein Baby. Und ja, das war's auch. Ich schaue gerade nach, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber nee, ich glaube, ich bin mit dem Ganzen hier gut ausgestattet. Bin auf jeden Fall bereit. Ein kleiner Tipp, wenn ihr euren Koffer packt, macht es ein bisschen früher als die 39. Schwangerschaftswoche. Ich bin ein bisschen spät dran, aber es ging sich noch glatt aus. Ich würde sagen, ab der 35. und 36. Schwangerschaftswoche soll man damit beginnen, sicher mal die Sachen rauszulegen. Ich würde aber nicht alles schon in einen Koffer reinpacken, zumachen und bei der Tür stehen, so wie es man oft sagt. Einfach weil das Ganze dann nach 3-4 Wochen extrem muffig riecht. Da ist ja nicht nur Kleidung drinnen, sondern vielleicht auch Snacks oder Öle. Und wenn man das dann alles so zupackt und zumacht, wird es dann nicht mehr frisch riechen, wenn man im Spital dann ist. Deswegen den Koffer schön offen lassen und die ganzen Sachen schön ordnen und stapeln, sodass, wenn es soweit ist, ihr noch eine Minute habt, um alles in den Koffer reinzugeben, weil diese eine Minute, weil wir haben, bis der Krankenwagen kommt und euch ins Spital bringt. Ach ja, vielleicht ist auch wichtig zu erwähnen, am besten vorher beim Spital informieren, was sie alles anbieten, damit ihr nicht zu viel mitnimmt oder auch nicht zu wenig mitnimmt. Dann beende ich dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war informativ für euch. Für alle, die mir zuschauen, die schwanger sind, ich wünsche euch eine wunderschöne restliche Kugelzeit, dass alles gut geht, ihr euer Baby gesund und munter in euren Armen bekommen heißen könnt, dass es euch gut geht. Und für die, was gerade Babys bekommen haben, ich wünsche euch eine wunderschöne Kuschel- und Kennenlernzeit. Und für die, was gerade dabei sind oder demnächst schwanger werden wollen, auch euch ganz viel Liebe. Und ich hoffe, euer Glück findet euch bald. Dann danke fürs Zusehen. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Falls euch etwas einfällt, genau, ganz wichtig, ich habe noch ein bisschen Zeit. Falls euch etwas einfällt, was noch ganz wichtig ist, dann schreibt es gerne in die Infobox. Kann ich es noch hinzufügen. Und falls ihr Fragen habt, auch sehr gerne in die Infobox. Wir sehen uns dann einfach in einem nächsten Video. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Es ist noch nicht zu spät, meine Schwangerschaftsreise geht mit diesem Video eigentlich zu Ende. Aber es beginnt eine neue Reise, und zwar die Reise des Motherhoods mit 2 Kids. Ja, und da werde ich auch fleißig auf YouTube dokumentieren. Das möchte ich auf jeden Fall nicht verpassen. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und tschüss. Wish me luck. Tschüss. Selfless.
Selfless Mommy. Selfless Mommy.